In japanischen Volkssagen gibt es zahlreiche Tiere, die als Kobolde ihr Unwesen treiben. Der sogenannte Tanuki, ein dachsähnliches Tier, ist einer davon. Es gibt viele japanische Märchen mit einer Verwandlung von Menschen zu Tieren. Laut den Geschichten hat der Tanuki die Fähigkeit, sich in einen Menschen zu verwandeln. Schau genau hin, die Figur sieht aus, als wäre sie in der Mitte geteilt. Die linke Hälfte zeigt ein Tier, die rechte einen Menschen. Aber jetzt genauer. Netzke, wie dieser Tanuki, dienten auch als Gegengewicht für Taschen, die man am Gürtel befestigt hat. Zum Durchziehen der Schnüre haben sie zwei Löcher auf der Rückseite. Diese Figur ist von über 150 Jahren in Japan entstanden. Sie ist 6,3 cm groß und wurde aus Elfenbein gemacht. Das Auge des Tanuki besteht aus Horn. Der Kunstpalast hat eine sehr große Sammlung von den sogenannten Netzke und jede Figur sieht anders aus. Es gibt also viel zu entdecken. Viel Spaß!